Ich glaube, es ist tatsächlich die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme. Buongiorno, schick und schön, Familie, come stai? Herzlich willkommen im schick und bald noch viel schöner Bereich. Das Thema heute ist eins, das ihr euch sehr oft wünscht, das sehr oft auch so zwischen den Zeilen mitschwingt. Also dachte ich mir, the time is now. Heute geht es mal um Rosacea, den entzündlichen Hautzustand, mit dem viele von euch leider konfrontiert werden in verschiedenen und unterschiedlichen Stadien. Aber heute kommen die besten Tipps und Tricks und auch so ein ganz kleines bisschen die Stolperfallen, in die man oft einfach vom Gefühl hereingerät. Wir klären jetzt alles auf und los geht's. Einmal ganz kurz, bevor wir mit den Tipps und Tricks starten, was ist ein Rosacea? Rosacea ist ein entzündlicher Hautzustand und vielleicht habt ihr den bei euch schon mal bemerkt, vielleicht ist er auch schon diagnostiziert worden. Klassisch taucht Rosacea so im mittleren Gesichtsbereich auf, oft in so einer Schmetterlingsform rechts und links von eurer Nase, oft an der Nase, manchmal auch an Stirn und Kinn, wird oft fälschlicherweise als Unreinheit gesehen oder vielleicht sogar als Akne diagnostiziert, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der klassischen Akne und eine Rosacea, auch wenn Rosacea Unreinheiten, Pusteln und Rötung flächig mit sich bringt, hat die Akne immer Mitesser. Das heißt, kleine Mitesser, die dann zu Pickeln werden. Die Rosacea hingegen liegt eher auf so einer gefühlt trockenen Haut auf, die dann unrein wird. Wichtig, es ist ein entzündlicher Hautzustand, der auf jeden Fall durch einen Dermatologen, eine Dermatologin diagnostiziert gehört, damit ihr dann auch eine therapeutische Behandlung zugewiesen bekommen könnt, weil eine Rosacea definitiv nicht mit Kosmetik alleine behandelt werden kann. Wir können unterstützen. Viele Menschen, ohne es zu wissen, verschlimmbessern ihre Rosacea leider auch mit Kosmetik, weil da viel blinder Aktionismus dabei ist, dass man das Gefühl hat, ich muss doch ganz sanft gegen die Entzündung vorgehen und immer Hand in Hand mit einer dermatologischen Praxis, die da beratend zur Seite steht. Starten wir mit aktiven Wirkstoffen. Jedes Mal, wenn es um Niacinamid, Retinol, Vitamin C, you name it geht, kriege ich die Frage gestellt, darf ich das bei meiner Rosacea verwenden? Und klar, da gibt es einige Produkte, die gerade so den Drogeriebereich fluten. Das war früher eher so die Luxuskosmetik, die Nischenkosmetik, die all diese aktiven Wirkstoffe enthielt, aber jetzt zusehends kommen mehr und mehr Produkte in die Drogerie und hier kommt mal ein kleiner Leitfaden, wie ihr die sehr wohl verwenden könnt oder wo ihr echt aufpassen solltet. Generell gilt tatsächlich die Regel, aktive Wirkstoffe mit Vorsicht zu verwenden, ganz vorsichtig anzutesten, zu schauen, ob es eben mit dem Hautzustand wirklich verträglich ist. Jetzt habe ich eine gute Nachricht für euch, gerade Vitamin C, Retinol wird ja oft auch gar nicht so im Mittelteil des Gesichts wirklich gebraucht, weil das sind ja eher Kollagensynthese anregende Wirkstoffe, Hyperpigmentierung, die oft so an der Seite des Gesichts stattfinden werden, dadurch vermindert. Und all diese Benefits, die ihr von diesen aktiven Wirkstoffen habt, könnt ihr ja auch in den Arealen auftragen, wo die Rosacea nicht blüht. Ansonsten, wenn ihr eine Rosacea im Anfangsstadium habt, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für euch. Ihr könnt es ganz vorsichtig antesten. Wie kommt eure Haut damit zurecht? Also zum Beispiel Glykolsäure. Es gibt Studien und Tests, die zeigen, dass Glykolsäure niedrig dosiert sogar richtig viel und was Gutes für eure Rosacea bringen kann. Aber eben nicht muss. Das ist eine sehr individuelle Sache und es ist so wichtig, dass ihr es einmal für euch kurz testet. Die zweite Möglichkeit ist, dass ihr es kurz mit eurem behandelnden Arzt, eurer Ärztin abklärt. Die haben wirklich die Möglichkeit, eine Sichtdiagnose bei eurem Gesicht zu machen. Das heißt, die schauen euch wirklich in euer wunderschönes Gesicht rein, können sagen, kein Problem, im jetzigen Stadium überhaupt nicht bedenklich oder oh, das ist gerade so entzündet, bitte gar nichts machen außer XY. Die könnt ihr auf jeden Fall immer fragen, weil sie euch am schnellsten und auch am wirklich relevantesten mit einem Rat zur Seite stehen können. Wenn ihr vielleicht noch gar nicht diagnostizierte Rosacea habt, sondern nur merkt, dass ihr immer diese roten Wangen habt und vielleicht Rötungen am Kinn und an der Stirn und jetzt glaubt, oh, da muss ich jetzt auf jeden Fall mal irgendwie was drauf machen, versucht mal eine Zeit lang mit aktiven Wirkstoffen wirklich diese Areale auszusparen, weil generell gilt bei allem die Empfehlung, dass wenn das so wirklich aktiv entzündet ist, solltet ihr da keine Wirkstoffe direkt draufbringen, außer beruhigenden Wirkstoffen.
Punkt 2 in der Hitliste ist Sonnenschutz, 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 Sonnenschutz. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die meisten Dermatologen und Dermatologinnen, wenn ich sie auf Rosacea anspreche, sagen immer wieder, sobald ich eine Rosacea diagnostiziere, kommt meine Frage, waren sie in der Kindheit und in der Jugend viel, vielleicht sogar schutzlos dem UV-Licht ausgesetzt? Und es kommt immer, es hört sich jetzt so an, als hätte man so das Kind so raus in den Garten gesetzt. Nein, wir sind ohne Sonnenschutz durch die Walachei gerannt und das bei praller Sonne, irgendwie so diese Regel zwischen 11 und 16 Uhr gar nicht, gab es bei uns im Rimini-Urlaub als Kinder überhaupt nicht. Da sind wir einfach am Strand rumgerannt. Und viele Menschen haben dann mit 30, 40, 50 eine ganz, ganz schwere Rosacea, eben dadurch, dass die Haut in der Kindheit und in der Jugend so geschwächt wurde durch das UV-Licht. Aber es ist nicht zu spät. Wir können auch jetzt noch anfangen, unsere Haut aktiv vor dem UV-Licht zu schützen. Und hier gilt die Regel: Nehmt die Textur, die euch am besten zusagt. Und hier ist es wichtig, dass die nicht zu schwer auf der Haut liegt. Das ist ein bisschen eine Krux mit dem Lichtschutz. Ich gebe es offen und ehrlich zu, weil es kann sein, dass es ein eher öliger Lichtschutz ist. Von dem solltet ihr wirklich Abstand halten. Das kommen wir gleich noch, wenn es so generell um Pflege geht, dazu. Aber zu öliger Lichtschutz kann auf der Haut aufliegen und euren Hautzustand sogar verschlimmern. Wenn ihr jetzt ein ganz leichtes Fluid nehmt, das vielleicht sogar eine Alkoholbasis hat und super schnell wegzieht, kann es aber durch Alkohol oder Acrylate oder sonst irgendwelche Zusätze wiederum zu zusätzlichen Reizungen führen. Deswegen ist an dieser Stelle gesagt, gerade wenn es um Lichtschutz geht, gibt es keine feste Regel, außer tragt ihn auf eurer Haut auf und schaut, was nicht aufliegt, also was nicht wie so ein Fettfilm auf eurer Haut drauf liegt und was eurer Haut wirklich so ein gutes Gefühl gibt. Wenn ihr das Gefühl habt, ah, meine Haut fühlt sich wirklich gut an über Stunden hinweg, da brennt nichts, da spannt nichts, da juckt nichts, da ist irgendwie kein speckiger Film, dann habt ihr einen guten Lichtschutz gefunden. Das ist aber eine sehr individuelle Sache. Deswegen sage ich euch nur, testet euch durch. Es geht nicht anders. Ich musste auch lange, lange, lange probieren, bis ich gemerkt habe, ich habe eigentlich eine Mischhaut. Aber wenn ich jetzt ein zu leichtes Fluid nehme, ist es zwar im ersten Moment so, wow, geil, das zieht ja total schnell ein. Aber um 12.30 Uhr fettet meine Haut viel, viel mehr, weil sie die Inhaltsstoffe, die gebraucht werden, um das so leicht wirken zu lassen, über die Zeit hinweg halt einfach nicht mag. Manche sind zu beduftet, dann kriege ich Neurodermitis. Manche sind zu alkohollastig, da kriege ich dann eine trockene Haut. Also es ist wirklich gar nicht so einfach, einen leichten und guten Lichtschutz zu finden. Aber ich glaube an euch. Ich weiß ganz genau, dass ihr einen finden werdet. Und wenn ihr den gefunden habt, dann bitte, bitte bleibt dabei. Es ist wichtig, dass er für euch passt. Hört da auch nicht zu viel auf andere. Schaut, ich würde ehrlicherweise gucken, dass ihr auf Duftstoffe verzichtet, weil das kann zusätzlich die Haut reizen. Aber ansonsten schaut einfach, was euch gefällt. Und falls ihr schon einen guten gefunden habt für eure Rosacea, bitte sofort in die Kommentare schreiben, weil da sind ganz, ganz viele Menschen, die schauen in die Kommentare und sagen, oh, ich suche noch was, ich brauche noch eine Inspiration, helft einander, weil das ist am aller wertvollsten, wenn ihr euch da untereinander austauscht. Punkt 3. Keine zu schwere, cremige, salbige Pflege. Ich habe sehr viele Frauen in meinem Umfeld, die haben eine Rosacea und haben am Anfang das Gefühl, oh, meine Haut ist so trocken, die spannt so und greifen zu einer fettigen Textur. Das ist keine gute Idee. Das macht zwar erstmal Sinn, dass man die Haut mit Fetten unterstützen möchte, aber unterstützt sie lieber mit Ceramiden, weil das stärkt die Hautschutzbarriere. Das ist auch nährend und unterstützend für eure Haut, aber es hat nicht diese salbig-ölige Textur, weil die solltet ihr in jedem Fall meiden. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel euch die Frage stellt, kann ich denn dann Reinigungsöl nehmen? Das ist kein Problem, das verbleibt ja nicht auf der Haut. Das könnt ihr sehr wohl einmassieren, ganz, ganz sanft auch an den Stellen, wenn sie entzündet sind, nicht zu sehr berühren. Schaut, dass ihr die wirklich nur ganz, ganz sanft immer berührt. Vielleicht schnappt ihr euch auch einfach ein Waschi. Vielleicht wollt ihr gar kein Reinigungsprodukt und nehmt mit lauwarmem Wasser ganz, ganz vorsichtig die Rückstände von eurem Gesicht ab. Immer lauwarm, ist kein heißes, kein zu kaltes Wasser, das triggert nur die Rosacea. Schön lauwarm, so dass man es am Puls überhaupt nicht merkt, dass da ein Unterschied zur Körpertemperatur besteht. Und ganz vorsichtig reinigen. Aber ihr dürft sehr wohl Reinigungsöl nehmen. Ihr dürft sehr wohl auch ein Waschgel nehmen, wo eine leichte Glykolsäure enthalten ist. Das ist kein Problem, aber bitte nicht zu lange auf der Haut lassen und schön abreinigen, dass wirklich rückstandslos alles von eurem Gesicht runter ist. Ein Tipp, den ich euch an dieser Stelle wirklich von Herzen machen kann,
und ich weiß, dass er einiges verändert, ist dieses SOS-Spray hier von Hydroxy mit hypochloriger Säure. Das hört sich erstmal brutal an. Das ist ein körpereigener Wirkstoff. Der wird im Prinzip produziert von unserem Körper, wenn wir irgendwo eine Entzündung haben. Dann sagt der Körper so, Entzündung, du musst weg, hier hypochlorige Säure. Der wird auch im Medizinbereich zur Reinigung von Wunden, zur Desinfektion, der ist wirklich wahnsinnig entzündungshemmend und tut einfach gut. Das ist ein Spray, das ihr euch, egal wo ihr seid, einfach so erfrischend auf eure Haut sprühen könnt. Ich mache das ganz oft am Tag einfach so drauf, weil das gut tut. Und wenn ihr das nach der Reinigung direkt auf eure Haut sprüht, werdet ihr merken, wie die Entzündung einfach dadurch schon ein bisschen abklingt und ihr Linderung bekommt. Und keine Angst, es spannt nicht, das brennt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es wie Desinfektion auf eurer Haut ist, sondern das schafft eine Linderung. Und ich habe hier noch einen wirklich richtig, richtig guten, schon erprobten Spezialtipp. Und zwar haben mir jetzt schon mehrere Menschen gesagt, dass die Kombination aus diesem SOS-Spray und dem Hautsache Barriere-Serum wohl absolut Gold wert ist. Das heißt, nach der Reinigung mit diesem Spray nochmal das Gesicht anfeuchten und dann ein bisschen was von dem Barriere-Serum auf die Haut geben, das ist tatsächlich ein jetzt praktizierter Geheimtipp. Probiert es mal aus. Es scheint Wunder zu wirken. Ich habe es jetzt einfach so, ich habe keine Rosacea. Ich habe es jetzt einfach so getestet und habe es als extrem angenehm und hautperfektionierend erlebt. Das heißt, meine Haut war danach super, super schön. Aber ich kann euch jetzt aus erster Hand nicht sagen, dass es gegen Rosacea hilft, weil ich, wie gesagt, keine habe. Aber es wurde mir jetzt schon mehrmals gesagt, so du sag doch mal bitte, dass man das in der Kombination verwenden kann, weil es mir so gut geholfen hat. Und das habe ich nicht nur einmal gehört. Punkt 4, jetzt mal ganz abgesehen von allen Produkten, die ihr kaufen und konsumieren könnt. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, ist der Gang in eine dermatologische Praxis für euch unerlässlich. Ich weiß, es nervt und ich weiß, viele von euch sind frustriert, weil die Termine so lang sind. Da habe ich immer einen Tipp für euch. Ladet euch diese App Dermanostik runter. Dort habt ihr im Prinzip die Möglichkeit von Telemedizin. Das heißt, ihr schickt ein Bild ein. Dermatologie ist sehr viel Sichtdiagnostik. Das heißt, es reicht ein Foto von eurem Gesicht, damit ein Mediziner anhand des Fotos schon eine Diagnose und dann auch ein Rezept ausstellen kann. Das ist also schon mal eine große Erleichterung, wenn ihr seit Monaten auf einen Termin wartet. Ansonsten sucht euch eine dermatologische Praxis, lasst da einmal drauf schauen. Es gibt unterschiedliche Auslöser, die man vermutet. So richtig weiß man es noch nicht ganz genau, was dahinter steckt, aber es gibt eben eine Milbe und es gibt eben verschiedene Cremes, die auch gegen diese Milbe und oder diese Überbevölkerung der Milbe auf der Haut, also wir haben diese Milbe alle auf der Haut, aber es wurde beobachtet, dass bei Menschen mit Rosacea diese Milbe wirklich verstärkt in den Arealen auftritt und deswegen gibt es eine Creme gegen diese Milbe, es gibt eine Creme gegen die Entzündung, es gibt eine generell hautverbessernde therapeutische Behandlung und die sollte ihr auf jeden Fall machen, weil ansonsten kann Rosacea sukzessive schlimmer werden und irgendwann ist die offen und dann heilt sie auch nicht mehr gut ab. Und das gilt es zu verhindern, weil ich habe genug Fälle gesehen, die echt schon schlimm waren und durch diese Behandlung so viel besser wurden. Aber auch da könnt ihr euch gerne in den Kommentaren austauschen und so ein bisschen eure Erfahrungswerte miteinander austauschen. Vielleicht habt ihr Adressen, vielleicht habt ihr Cremes, die gut geholfen haben. Also bitte, sharing is caring. Ich weiß es auch tatsächlich von Menschen, die in der Drogerie arbeiten, dass es eine sehr häufige Frage ist, die dort gestellt wird, was hilft denn gegen meine Rosacea? Und das ist so ein Punkt, wo die Kompetenz von jemandem aus der Drogerie einfach auch überschritten ist, weil auch wenn wir Produkte verwenden können, die das Ganze unterstützen, die Haut gesund halten, die Haut unterstützen, dabei zu heilen, sich zu regenerieren, sind diese medizinischen Wirkstoffe einfach in keinem frei verkäuflichen Kosmetikprodukt enthalten. Und die braucht eure Haut. Das ist einfach, braucht diese Cremes, weil sie es alleine nicht mehr packt. Und der letzte Punkt war für mich sehr interessant, als ich neulich ein Interview mit einem Mediziner gehört habe, der auch davon gesprochen hat, dass sehr, sehr oft, und das war ein Punkt, den kannte ich tatsächlich noch nicht, er macht aber absolut Sinn, die Rosacea mit einer Besiedlung von Keimen im Darm zu tun haben kann. Das heißt, ich möchte euch trotzdem den Tipp geben, dass ihr auch da nochmal drauf schauen könnt. Vielleicht könnt ihr euch an einen Internisten, eine Internistin wenden, die euch da beraten können, wie kann man da nach dieser Bakterie schauen, was kann man dagegen machen. Vielleicht ist eine Darmsanierung möglich. Hier habe ich noch keine eindeutigen Behandlungstipps für euch. Da muss ich erst noch ein paar Interviews führen und mir dieses Wissen erstmal drauf schaffen. Aber ich wollte es trotzdem schon mal mit euch teilen,
Weil vielleicht habt ihr ja schon alles andere ausprobiert. Vielleicht habt ihr ja schon Cremes beim Hautarzt, bei der Hautärztin verschrieben bekommen und merkt, es geht trotzdem nicht weg. Es kommt immer und immer wieder. Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, vielleicht auch da nochmal hinzuschauen und einfach auf eure Darmgesundheit nochmal anders zu achten und euch vielleicht da Ratschläge bei einem Arzt oder einer Ärztin zu holen. Das war's schon wieder. Ich hoffe, meine Tipps und Tricks haben euch weitergeholfen oder vielleicht so eine Grundlage gegeben, auf der ihr jetzt weitermachen könnt. Vielleicht könnt ihr eure Pflege ein bisschen umstellen. Vielleicht wisst ihr jetzt, dass gewisse Dinge eure Rosacea triggern oder vielleicht könnt ihr euch jetzt an einen Fachmann, eine Fachfrau wenden, die euch dann weiterhelfen. Ich wünsche euch und eurer Haut gute Besserung und dass es schnell alles gut wird und ihr Linderung bekommt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Es gibt ein paar Dinge, für die würde ich gerne das Kosmetikprodukt entwickeln und Rosacea ist eine davon.